Hallihallo, ihr Lieben, da sind wir wieder in einer weiteren Folge von Ark. In der letzten Folge bin ich mit meinen Rexen losgegangen und habe die ein bisschen gelevelt. Aber nur ein bisschen. Jetzt habe ich offscreen mal ein bisschen gefarmt und Strukturen gebaut. Ein paar Wände. Und noch mehr Wände und Türen und noch mehr Türen und Türdinger hier. Wie heißen sie? Tore. Und ich möchte jetzt endlich mal hier eine Mauer drum ziehen. Na toll, jetzt wird's dunkel. Ist ja wieder klar. Moment. Huch. Wah. Lass mich mal durch. Fackeln habe ich hier. Ja, ich hatte doch irgendwo noch Fackeln. Habe ich die denn hingestopft? Waren die hier? Ja. Ja. Könnt ihr es vielleicht ja gleich noch sehen. So, also ich habe das Ganze schon vorbereitet. Ich habe hier drüben. Moment, wo war das? Wo war das? Hier irgendwo, glaube ich. War das hier? Ja, na, hat man es gerade schon gesehen. Da. Ganz viele Zaunfundamente habe ich jetzt hier schon drum gezogen. Wo sind sie? Wo sind sie? Da, da. So, ne? Einmal hier rund um die Base. Und das würde ich dann jetzt gleich einfach mal ausfüllen, würde ich sagen. Ja, hier schön alles in die Schildkröten reingestopft. Die Nacht müsste ja auch, ja, bald vorbei sein. Dauert nicht mehr lange. Da, hallo. Ich würde eigentlich gerne mit den Toren anfangen. Da, die da. So. Und zwar möchte ich gerne hier vorne ein Tor haben. Wo sind meine Fundamente? Da. Ach Gott, wenn das so dunkel ist, sehe ich doch wieder nichts. Aber die snappen doch manchmal auch. Ja. Versuch mal richtig zu snappen, bitte. Ich sehe es nicht. Gerade. So? So würde ich eigentlich fast sagen, oder? Wir probieren es mal. Ist das hier drauf? Oh, sieht gut aus. Vielleicht kann man dann hier noch eine Wand drunter ziehen oder so, damit da nicht so eine dicke Lücke ist. Genau. Und Tor kann auch direkt rein. Die haben wir hier. Jo, und dann möchte ich hier drüben. Moment, wo sind die hier? Fundamente? Fundamente? Wo sind sie? Da. Genau, dann möchte ich hier noch gerne ein Tor hin haben. Am liebsten da, wo es nicht ganz so schräg ist. Wenn das klappt, hoffentlich. Ja, das sieht doch gut aus. So. Und da auch ein Tor rein. Tada! Genau. Und ich habe noch so ein kleines Tor. Ah, hier, den wollte ich auch noch ziehen. Da weiß ich jetzt nicht genau, soll ich das hier daneben setzen? Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Oder hier irgendwo? Ich glaube, hier setze ich das irgendwo hin. Fundamente, wo seid ihr? Da, hier genau, an diese Schräge kann man das ja ransetzen. Machen wir das hier hin. So. Ich finde das immer schöner, wenn man mehrere verschiedene Torarten in der Mauer hat. Als wenn man immer nur eins hat. So, wo ist der Kleine? Da. Darf ich schon? Ja. Sehr gut. Das werden wir auch noch brauchen. Kibbel und so, ne? Ja, da bin ich in der letzten Folge auch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Ich habe ja für die Rexe ganz, ganz, ganz viele Viecher noch gezähmt. Damit ich da die Kibbel machen kann für die. Ach toll, jetzt hängt er da hinten fest. Ach, dann bleib erstmal da. Genau, ich kann euch ja vielleicht einmal kurz zeigen, was ich alles gezähmt habe. Einmal die Carbonemis-Pärchen. Dann habe ich Dillos
gezähmt. Da musste ich dann irgendwann nochmal los und noch ein Weibchen holen, weil ich gerade erst verpaart hatte und dann wollte der nächste Rex wieder ein Dillo-Ei und dann musste ich wieder noch ein Weibchen suchen und ja. Genau, ich hatte ein Ankylo-Männchen noch gezähmt. Den Petri-Männchen hatte ich noch gezähmt, dann den Parasaurus. Zwei Terrorbirds. Ah, und die haben auch schon wieder ein Ei gelegt. Sehr schön. Es ist toll, wie fleißig sie sind. Genau. Und halt den Oviraptor, den ich jetzt noch nicht laufen lasse, weil ich halt hier die Base noch nicht zu habe. Nee, warte, Moment. Ich wollte das hier reinpacken. So. Da schon zwei Terrorbird-Eier. Sehr schön. Sieht's bei euch aus? Habt ihr noch was für mich? Ah, ist nur Kacke, ne? Alles nur Kacke. Oh, schade. Na egal. Wieder zumachen, dass der nicht abhaut. So, dann möchte ich gerne damit anfangen. So, dann kann ich hier nämlich jederzeit durch, wenn ich da diese Türteile reinbaue. Muss ich nicht immer erst zum großen Tor rennen und das aufmachen, wenn ich irgendwie verfolgt werde von einem großen Tier oder so. Sondern kann dann einfach durch die Türen, durch die kleinen. Und die meisten Tiere passen da nicht durch. So, dann würde ich jetzt hier einfach bei jeder zweiten Wand eine Tür setzen. Ja, so zum Beispiel. Ja. 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 Hier bin ich auch so ein bisschen ins Wasser reingegangen. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber egal. So, dann hier noch. Zack. Zack. Ja, da. Oh, man sieht diese Fundamente so schlecht. Ja. So. Ja. Kommt hin. Dann kommen dazwischen, kommen dann normale Wände. Und dann passt das. Hoffentlich. Ja. Guck mal da. Hey. Kann man da jetzt durch? Tatsache, da kann man echt durch. Ja gut, da muss da auf jeden Fall noch eine Tür rein. So, warte, da sind sie. So. Da. Das ist, glaube ich, der letzte. Ja, dann können wir da jetzt einfach nochmal eine Lage draufpacken. Oh, das wollte ich nicht. Ist auch ein bisschen blöd, das da auf die 6 zu legen. Da komme ich doch so schlecht ran. So. Bin ich mal gespannt, ob das passt hier mit den Wänden. Oder ob ich da nochmal los muss und... Oh, shit. Noch weiter farmen muss. Okay, da geht keine mehr. Eine Tür werden wir ja wohl noch zusammenkriegen. Ein Türrahmen. Ach, wir haben ja auch noch welche. Mensch. Darf ich noch laufen? Nee. Aber jetzt darf ich laufen. So, kann man ja fast sogar noch eine Reihe draufpacken hier.
Ich nehme mal schon mal die Wände. Ich packe mir das jetzt auf die 2 hier. Das ist doch kacke. So. Ja. So, langsam nimmt's Form an. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Oh Gott. Da habe ich sie. Es müsste ja eigentlich reichen, wenn wir das alles 3 hochziehen hier. Von dem, was wir an Wänden haben. Müsste das passen. So, neue Wände. Hüpf. Nehmen wir die mit. Schon mal ein paar Türen. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. So. Das ist doch schön. Das können wir eigentlich schon fast so lassen. Sonst sieht es wieder komisch aus, wenn das da so hoch ist. Ja. Komm schon. Ja. Oh. Dann werden wir nämlich einfach in die untere Reihe von den Türrahmen auch noch Türen reinsetzen. Dann kann der Oviraptor nicht abhauen. Ja, auch schon ein paar da hier. Nein, nicht da. Aufheben. Da. So, da kommt dann nämlich nichts mehr durch, was da nicht durch soll. Sehr schön. Ah, das war's mit Türen. Nochmal Wände holen. Nee, die brauche ich ja gar nicht mehr. Weg. So, dann können wir den mal ein bisschen ausleeren hier. Darf ich noch laufen? Ja. Ich drohe zu verdursten. Schon wieder. So, die wieder auf die 1 packen. Oh. Wenn man immer zu schnell bauen will. Aber ein paar Türen werde ich auf jeden Fall auch noch machen müssen. Das hat jetzt noch nicht gereicht. Ja, sicher ist sicher. Da packen wir auch noch mal Wände drüber. Ja, cool. Also wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die fehlenden Türen hier. Verstärkte Tür. 5 Stück. So. 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 Okay. Also ein paar Türen werden wir doch wohl noch zusammenkriegen jetzt. Mit diesen ganzen 1000 Wänden, die jetzt hier noch sind. So.
Da darf ich nochmal. 7 Stück. Das könnte doch eigentlich schon fast reichen. Krieg die Murmel mal eben hier die... Oh, ups. Das war jetzt anders als geplant. Warte mal, 5. 6. 7. Achso, mehr geht sowieso nicht. So, dann setze ich mal die restlichen Türen und dann gucken wir mal, ob das schon reicht. Bis hier war ich gekommen. Zack. Und zack. Zack. Na, es müsste eigentlich schon fast reichen, oder? Ja. Mir fehlt auch nur noch eine. Da komme ich auch nicht durch, dann dürfte da eigentlich auch kein kleines Tier durchpassen. Ja, cool. Dann haben wir jetzt eine Wand. Dann kann jetzt der Oviraptor auf Wandern gestellt werden. Der wird ja nicht so blöd sein und ins Wasser wandern, hoffentlich. So. Nee, nicht Option, sondern Verhalten. Tja. Tada! Sehr schön. Genau. Dann kann der Rest hier mal rein. Zack, zack. Sehr schön. Dann noch eine Runde Eier einsammeln. Für die nächste Runde Rexbabys. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Hallo? Ei? Nee? Schade. Mal hier gucken. Hat hier vielleicht noch mal jemand was gelegt? Da! Carbonemis. Gut gemacht. Da ist auch noch eins. Rex ist unwichtig. Triceratops hat keins. Du vielleicht? Nee. Chitauri hat auch keins gelegt. Ein Argentavis-Ei ist hier nochmal. Ah. So langsam nimmt die Eiersammlung aber doch Form an. Die nächste Runde Babys kann kommen. Dann hole ich nochmal eine Ladung Kacke für den Kackekäfer. Auch wenn es eigentlich gerade nicht nötig ist. Wir haben relativ viel Dünger. Egal. Je mehr, desto besser. Irgendwann vergesse ich es eh wieder und dann bin ich froh, wenn ich noch ein bisschen Dünger auf Reserve habe. Keiner mehr gekackt hier. Ich habe aber was. So eine Frechheit. Da sehe ich doch was, oder? Nee, es war nur der Po. Ups. Da, ich hab noch mal was für dich. Tja, er ist einfach so unglaublich schnell mit seinem Kacke verarbeiten. So, hier haben wir den ganzen Dünger drin. Ich glaube, Scarabeus darf bald mal eine kleine Pause machen. Lass mich vorbei. So. Dann würde ich aber fast schon sagen, beenden wir die Folge jetzt an der Stelle nochmal. Da seht ihr nochmal mein schönes Werk, was ich da hochgezogen habe. Ist es nicht hübsch? Naja, gut. Dann sage ich mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.